Neuigkeiten zu Deus Ex Universe, ein neues Spiel der Wasteland 2-Macher und ein neues Entwicklerstudio eines Star Wars-Veteranen. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Monatelang gab es rein gar nichts. Jetzt gibt's gleich zwei Neuigkeiten zum geheimnisvollen Projekt Deus Ex Universe. Die sind so aufgetaucht im Entwicklerblog von Eidos Montreal. Die erste Neuigkeit: Deus Ex Universe ist kein MMO. Der Name Universe legt jetzt natürlich ein bisschen nahe, dass es da irgendwie um ein Online-Rollenspiel geht. Das ist es aber nicht. Was es ist, sagt Eidos Montreal aber trotzdem nicht. Neuigkeit Nummer zwei: Dieses nicht näher definierte Spiel basiert auf der neuen Dawn Engine. Die bietet verbessertes Rendering und vor allem bessere KI-Programmierungsmöglichkeiten. Die ganze Engine basiert auf der Glacier 2 Engine von IO Interactive und die kam zuletzt bei Hitman Absolution zum Einsatz. Die Wasteland 2-Macher von InXile arbeiten an einem neuen Rollenspiel, das Fans leidenschaftlich von ihnen gefordert haben. Das steht so auf der Kickstarter-Seite von Wasteland 2. Nur welches Rollenspiel sie da jetzt sich ausgesucht haben, das steht da nicht. Es gibt zumindest aber einen großen Verdächtigen, nämlich ein neues Bard's Tale. Das hat sich ja damals Firmengründer Brian Fargo, genau wie Wasteland, selbst ausgedacht. Gut möglich also, dass es dazu eine Neuauflage gibt. Der Teil des Wasteland 2 Teams, der übrigens nicht weiter Wasteland 2 supportet oder beim Geheimprojekt mitarbeitet, der schuftet höchstwahrscheinlich jetzt an Torment Tides of Numenera. Let's get our next leads from the drunks over there. Das ist der Hayden Blackman. Der Name sagt euch jetzt auf Anhieb vielleicht nichts, aber der ist ein bekannter Autor diverser Star Wars Comics und Bücher und hat auch schon bei so manchen wichtigen Star Wars Spielen mitgemacht. Zum Beispiel war er der Kopf hinter The Force Unleashed und hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Knights of the Old Republic, damals bei LucasArts, gespielt. Und genau der hat jetzt ein neues Studio gegründet namens Hangar 13. Das steht in San Francisco und es gehört der Familie des Publishers 2K an. Nur was die da bei Hangar 13 machen, ist noch unklar. Es heißt nur, sie arbeiten an einem AAA-Projekt, also einem riesen Blockbuster-Spiel. Aber welches Genre das ist, weiß man nicht. Es heißt nur, das Mantra des Studios Hangar 13 sei, dass die Geschichte des Spielers, die persönliche Geschichte, das Allerwichtigste ist. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das eben auch in diesem neuen Projekt sich wiederfinden wird. Nur was das ist, Say what? Auch wenn es mir seelische und körperliche Schmerzen bereitet, werden wir jetzt nochmal rüberschalten zum besten Korrespondenten, den wir je an einen Adventskalender geschickt haben, Michael Obermeier. Ho, ho, ho! Ui, der Nikolaus, hast du mir einen Samsung UHD-Monitor U28D590D für 560 Euro mitgebracht? Nein, weil sowas gibt's bloß, wenn man brav gewesen ist. Und wenn ich solch eine Rutzläfin wie dir jetzt auch noch was schenkt, da geht meine ganze Kalkulation nicht mehr auf. Du bist ein Scheiß, Nikolaus. Hast du überhaupt für scheiß und nikolausige Klamotten an? Ich hab halt frei. Bei Nikolaus ist erst morgen. Aber du sauber, du kriegst heute schon was von mir. Was denn? Ein Gnafo. Was ist das? Ein Knackfutz. Also dann, brav bleiben, gell? Das war schmerzhaft. Um euch jetzt auf bessere Gedanken zu bringen, noch zwei Hinweise. Nummer eins, es gibt ein neues Sonderheft am Kiosk, diesmal zu Dota 2. Und wer wie ich bei Dota nur Bahnhof versteht, sollte hier mal reingucken. Hier sind nämlich jede Menge Guides von Dota-Profis zu allen Aspekten des Spiels. Und der zweite Hinweis, heute Nacht ab 3 Uhr sind die Game Awards. Die werden auf so gut wie allen Online-Diensten, die man kennt, übertragen. Und da wird es eine Menge neue Spielankündigungen geben. Das heißt, aufbleiben lohnt sich. Euch deswegen jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder und bis dahin weiterspielen.